That's correct. All right, here, I'll meet you in the port one. All right, looking for 118. EVA, Extravehicular Activity. So heißen die Einsätze außerhalb der Raumstation. Später im All sind der Erfolg oder Misserfolg dieser EVAs für den Betrieb der Raumstation und die Sicherheit der Astronauten entscheidend. Denn dann müssen sie alleine Schäden reparieren oder defekte Module der Station austauschen. Die Ausbilder haben für Alexander Gerst an diesem Tag eine gefährliche Herausforderung vorbereitet. NASA-Kollege Clayton Anderson erhält Anweisungen, die Alexander Gerst nicht hören kann. Im Kontrollraum wird das Kommando gegeben. My guess is you will see the RGMCs. Die simulierte Notsituation, plötzliche Bewusstlosigkeit. Alexander Gerst ist ahnungslos. Clayton Anderson reagiert nicht mehr. Das bedeutet Todesgefahr. Jetzt muss Alexander Gerst schnell handeln. Der bewusstlose Astronaut muss so schnell wie möglich zurück in die Raumstation gebracht werden. Es bleiben nur wenige Augenblicke, die beim realen Einsatz im Weltall über Leben und Tod entscheiden würden. Nach 6 Stunden ist das Training beendet. Das ist im Prinzip wie ein Marathon zu laufen, die ganze Zeit. Und gerade ja, wenn man zum Beispiel Übungen macht wie Incapacitated Crew Member, das heißt, der Kamerad ist ohnmächtig, man muss ihn schnellstens wieder in die Luftschleuse bringen, dabei geht man schon an seine Grenzen. Also ich merke es, meine Hände, meine Muskeln sind erschöpft und das ist eigentlich im Prinzip jedes Mal so, wenn man aus dem Anzug rauskommt.